wunderschönes, herzliches Hallo an euch. Ja, ich grüße euch. Wir sind wieder hier am Ogersteinkreis mit Dandolo und ich darf berichten, dass ich schon die neueste Version von Odyssey im Auftrag des Königs habe, also die 2.2.2 Version. Und die dürfte jetzt, wenn das hier rauskommt, mittlerweile dann auch released sein. Aber ich check das erst nochmal. Also mir wurde aufgetragen, dass ich nochmal am besten noch so ein paar Sachen checke. Und zum Beispiel auch noch irgendwelche verbliebenen Spitzhacken. Da ist zum Beispiel eine, obwohl ich schon 11 habe, laut Inventar. Schauen wir mal. Weil jetzt ist nämlich auch wieder ein bisschen sonniger, ne? Es hat ja die ganze Zeit geregnet. Nicht nur hier im Spiel, sondern auch draußen. Ach ja. Ich sag euch was. Übrigens auch wieder mal an dieser Stelle ganz liebe Grüße, die rausgehen an die Kommentatoren, die mir auch fleißig geschrieben haben. Es ist ja, oh, da ist ja wieder ein Oger noch. Da ist ja noch ein Oger. Wo ist denn der jetzt? Hä? Achso, der scheint der Wache zu stehen. Okay, gut. Er brüllt und brüllt und brüllt. Ich brauche keinen draufkloppen, wo Dandolo schnellerer. Oh weia, das ist ein riesiges Gebiet dahinter, wenn es hier denn weitergehen sollte. Und das tut es auch, jawohl. Ah, ganz vieles Grassland-Scavenger. Wow, 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 wow. Nee, keine Hunde, sondern Grassland-Scavenger. Ja, ich gucke nochmal auf die Karte. Wer die Folge im Riss der Karte kennt, der weiß ganz genau, wovon ich rede. Denn ich befinde mich weit, weit außerhalb der Karte. Und ich möchte erstmal noch nicht hier weiter erforschen, weil auf Antares ein Kommentar gekommen ist, der da heißt, wahrscheinlich gibt es eine Karte in diesem riesigen Gebäude, wo wir vorbeigekommen sind. Also dieses klosterähnliche Gebilde, Gebäude. Da gibt es ja linksseitig eine Höhle und ja, ich glaube mit den Spitzhacken haben wir es jetzt. Wenn ich noch eine vergessen haben sollte, egal. Ja, wir sind von hier unten runtergekommen. Und hier ist noch ein Morgenstern am Liegen. Wir sind hier von hier unten hochgekommen, nicht runtergekommen. Dafür werden wir jetzt hier runtergehen. Ist Dandolo noch fleißig hinter uns? Ja, wir können auf seine Füße gucken, auf seine Quanten. Ja, und bis ich bei dem Gebäude bin, melde ich mich wieder. Ich mache mal eben einen Sprung. Jo, durch das Gebüsch durch ist linke Hand irgendwie eine Höhle. Da war ich mal kurz mit Dandolo drin. Und bin aber wieder raus, weil da noch ein Schattenläufer zu liegen ist. Der liegt da und schnarcht rum. Man kann das auch hören. Oh, hier gibt es einen Erker. Okay, ist aber nichts drin im Erker. Dandolo klebt wie eine Klette an mir rum. Oh, hier geht es auch noch tief runter. Mhm. Ah, man hört schon den Schattenläufer schnarchen. Dann gucken wir doch mal, wo er denn liegt. Der schattige Läufer in seinem eigenen Schatten liegt und schläft. Dann wollen wir ihm mal den Schatten mal austreiben. Ah, es ist gut. Da gibt es ein bisschen was zu holen. Ja, ohne speichern. Und weiter geht's. Schauen wir mal. Mein Gott, hier wächst ein Bäumchen. War es auch schon verloren. Noch ein Schattenläufer. Oh, weia, oh, weia, oh, weia. So. Alles klar. Kaputtnick. Wie viele gibt es? Och, da gibt es ja ganz viele. Hallöchen, Schattenläuferchen. Okay, hat sich schon erledigt. Die Höhle der Schattenläufer, alles klar. Ich brauche gar nicht hier machen. Das ist Dandolo schneller. Naja. So, wenn es so viele Schattenläufer gibt, gibt es doch ganz bestimmt viel zu looten oder zu entdecken. So stelle ich mir das vor. So sollte es sein. Was ist denn das?
Ach, ist das die Truhe? Lass mal speichern. Ist das die Truhe, die Dennis Röttger erwähnte? Aber da bräuchte man Schlüssel für, dann ist sie das nicht. Okay, Xardas. Was? Hilfe! Was ist passiert? Wo bin ich hier? Was ist denn das für ein Heinz? Wächter des Zorns? Wächter des Zorns. Und der hat nur einen Knochen für uns. Aber dann schauen wir doch mal, was hier in dem Buch steht. Ich meinte, das wäre das gewesen. Ja, Quest Xardas Tagebücher. Belias Magie und Kreis ist vollbracht. Magiekreis ist befassen. Mhm. Okay, kann man alles im Off lesen oder auf Pause drücken? Weiter geht's und speichern. Dann gucken wir auch mal gleich, was wir da haben. In dem Quest-Eintrag Xardas Tagebücher war hier. Ja, genau, richtig. So, ich habe ein weiteres Buch über schwarze Magie gefunden. Es behandelt den sechsten Magiekreis der schwarzen Kunst. Hier endlich erfahre ich, dass Xardas tatsächlich derjenige war, der die Runenmagie zerstört hat. Ah, dieser Bodo. Ich erfahre aber auch, dass er sich nur zum Schein Belia angeschlossen hat, um sowohl dessen Sieg wie auch die Alleinherrschaft von Innos zu verhindern. So ganz sind mir seine Motive nicht klar, aber immerhin scheint er kein Anhänger Belias zu sein. Das wird Sean sehr interessieren. Aha! Ja, der Sean, ne? Gut, das war also das hier für die Höhle. Die Truhe war hier. Hier geht es ein bisschen noch rum. Ja, und das war's dann. Also werden wir dann wohl wieder raus aus der Höhle müssen. Da springe ich dann hin. Ihr wisst Bescheid. So, draußen sind wir. Und jetzt geht's wieder weiter Richtung Gebäude. Da ist es. Da müssen wir hin. Also da gibt es nämlich noch seitlichs auch eine weitere Höhle. Ach ja, was diesen Herrn Röttger angeht. Da hat er mich gefragt, dass er oben eine Truhe gefunden hat, die einen Schlüssel braucht. Und er hat die ganze Insel abgesucht. Leider weiß ich nicht, welche Truhe er meint. So genau hat er es nicht beschrieben. Vielleicht kannst du das ja nochmal beschreiben, welche Truhe du meinst. So, jetzt muss ich mal gucken. War das die Richtung oder die Richtung? Nein, nein, da ging es ja nicht weiter. Also ist es die Richtung. Und, yep. Alter. Kurz geleckt hier. So, und hier geht es in die Höhle rein. Speichern. Dann schauen wir mal, was sie hier in dieser Höhle verbirgt. Eine Tür. Aha. Nachher ist sie abgeschlossen. Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Super klasse. Oh. Na, okay. Kann passieren. Ja, da kommen wir nicht rein. Weil ich wollte ganz gerne eine Karte haben. Die sollte sich angeblich hier drin verbergen. Wo gibt es denn hier irgendwie einen anderen Zugang? Nee, nur diese blöde Fratze. Was mache ich denn jetzt? Wer soll ich die... Moment, hier steht Ranke. Ranke? Da kann man bestimmt hoch. Ja, kann man. Da speichere ich erstmal ab. Wobei ich mich frage, ob der Dandolo mitkommt, mit hochklettert. Diese KI müsste er mal eigentlich haben. Nee, der haut mir ab. Das ist doof. Das ist nicht so toll. Ja, was machen wir denn? Vielleicht können wir ihn ja irgendwo hinschicken. Bleib doch mal hier, hier bin ich. Nicht ab. Oh, ist der dull. Ich muss neu einladen, sorry Leute. Okay, das wissen wir. Dandolo kommt also sozusagen nicht mit hoch. Sprechen wir mal an, nachdem wir uns wieder mal schön umgezogen haben. Und zwar hierhin. Batsch. So. Warte auf mich. Ja. Welche Möglichkeiten gibt es? Pyramide von Korinnes, Kloster, Flüchtlingslager im Norden, Onas Hof, Leuchtturm, Küste von Korinnes, Baltrams Strand. Gehe zurück zu den anderen. Aha, Ogersteinkreis gibt es leider nicht. Sowas bekloppt es jetzt aber auch. Da muss ich das wohl echt auf eigene Faust machen hier. Warte auf mich!
Ja, und zwar, was sage ich denn? Pyramide von Gorines Kloster. Leuchtturm, Küste von Gorines. Ich sag jetzt Pyramide von Gorines. Was soll ich denn machen? Warte auf mich bei der alten Pyramide. Ja. Das. Hä? Moment mal, was ist denn jetzt passiert? Komm mit? Moment mal, warte. Was ist jetzt los? Der sagt gar nicht hier, hä? Moment mal, das probiere ich nochmal aus. Komm mit. Komm mit. Auf geht's. Ja. Okay. Hier kommt er mit. So, und jetzt nochmal warte auf mich. Warte. Gut. Pyramide. Warte auf mich bei der alten Pyramide. Okay. Das ist aber nicht die alte Pyramide, liebe Leute. Sehr komisch. Tja, ich habe das jetzt offscreen mit allen möglichen Positionen probiert. Er bleibt jetzt immer noch stehen, geht nicht weg. Das ist eigentlich ganz gut. Das können wir doch gebrauchen. Weiß nicht, ob das beabsichtigt ist. Ich habe schon Black Pirate darüber informiert und geschrieben. Dann gucken wir erstmal, was wir hier alles finden, tun in dieser Geschichte. Es ist reichlich dunkel. Dann werden wir doch mal wieder eine Fackel entzünden. Entzünde er diese. Und übrigens nochmal danke für den Tipp, dass ich nicht nochmal die Fackel nehme. Also im Inventar anwähle, dass sie dann wieder eingesteckt wird. Aber vorher gelöscht. Sonst brennt ihm die Hose runter. Ja, gucken wir weiter. Bin gespannt, was uns hier erwartet. Aha, wir kommen hier also hoch. Oh weia. Besten vorher nochmal eine Runde speichern. Aha. Hier gibt es eine Truhe. Hier gibt es ein Schreibpult. Da kann ja eh nichts schreiben, ne? Genau. Überall Schreibpulte. Bis jetzt habe ich noch nichts. Doch einen Brief habe ich schreiben können. Ganz zu Anfang auf Athanos. Aber hier ist die Feder zum Schreiben. Und noch ein leeres Blatt. Vielleicht funktioniert es dann, aber ich glaube es eher nicht. Nö. Okay, dann schauen wir mal hier, was es hier in der Truhe gibt. Oh, die ist sogar offen. So, Essenz der Heilung und ein leeres Blatt. 8 Stück. Puh. Also immer noch keine Karte, wie es vermutet wurde bei mir auf dem Kanal, in einer der Kommentare. Es geht weiter hoch. Oh, ist das gruselig hier. Immer zur Nachtzeit. Was sind das hier alles? Okay, das ist ein Kamin. Kann man das anzünden? Holz gibt's ja. Nö, wäre ein geiles Gadget. Und hier ist nochmal eine Truhe. Auch unverschlossen. Beschwörungszauber 8. Nee, 13. Die nehme ich noch nicht. Soll ich erstmal vorher speichern. Weil nachher kommt dann wieder irgendwas, was mich dann überrascht. Aber ich glaube erst beim Lesen. Beschwörungszauber 13. Na. Gucken wir mal hier. Schwarze Magie, Arcanei, Janos Tagebuch. Es ist, so viele violette Bücher habe ich nicht. Piratengoblins, Grab des Stammlers, Tagebuch von Myxia. Hier, da ist er. Öffnen, lesen. Das kann ich nicht lesen. Oh Mann. Nee, toll. Beschworener untoter Ork. Alter, noch geschafft. Ich dachte, der macht mich jetzt echt fertig hier. Der beschworene untote nicht Ork. Zu holen. Aber es gab auch einen Eintrag. Vielleicht war das hier Xadas Tagebücher. Nee, das war es nicht. Was war denn das jetzt für ein blöder Eintrag? Hier, Xadas Beschwörungsbücher, da ganz oben. Ich habe in der Sternwarte. Ach, das nennt sich Sternwarte, das Teil. Okay, von Corinnes wieder Bücher gefunden, die beim Öffnen bösartige Geschöpfe herbeirufen. Durch eins dieser Beschwörungsbücher erschien ein untoter Ork. Wissen wir jetzt auch. Okay, also das ist eine Sternwarte. Interessant. Mal gucken wir mal. Hier ist ja noch einer beschworen worden. Oh, ist das riesig. Okay, kann man hier was lesen?
Jetzt hat er seine Fackel ausgemacht. Verstehe. Okay, 3 magisches Wissen. Jetzt ist er wieder da, die Fackel. Naja, im Dunkeln lässt sich wohl besser lesen, was? Und hier gibt es nochmal ein Regal. Beschwörungszauber XIV. Also, 14. Noch was? Okay, dann immer vorher abspeichern, bevor wir das Ding lesen. Dann lesen wir es mal. Beschwörungszauber. Wo sind wir denn? XIV, dann ist es das. So. Das kann ich nicht lesen. Hier ist nix. Ach du Scheiße. Ach du liebes bisschen. Das hat sich jetzt irgendwo... Irgendwo hat sich hier was gebildet. Hier wurde irgendwas erzaubert. Hier wurde ein Zauber gewirkt, ein böser Zauber. Das hört sich nach... Nach was hört sich das an, bitte? Nach einem Ork? Nein, kann nicht sein. Irgendwas Großes, Gewaltiges. Ein Golem? Aber der hat sich hier noch nicht gezeigt. Wo ist der bloß? Nochmal hier rausgehen im Licht. Aber weitergehen tut's hier nicht. Könnte ja mal hier oben hochklettern, aber das könnte man machen. Aber ich weiß nicht, ob das was Zielführendes ist. Wird bestimmt weiter unten sein wieder. Oh Mann. Oh Gott. Wer ist er denn? Stopp mal. Ja. Hier bin ich neu. Wer bist du? Sean. Das ist Sean. Bist du es wirklich? Ich bin es. Deine Augen haben dich nicht getäuscht. Ich bin jetzt wirklich überrascht, dich hier zu finden. Deine Robe hat mich auch ein bisschen irritiert. Ja, so eine Robe kleidet einen doch ganz anders. Auf Athanos hatte ich allen Grund, mich als Alchemist zu verkleiden. Aber hier auf Korinnes war das nicht mehr nötig. Na schön, aber wie konntest du denn Athanos so schnell verlassen? Ganz einfach, ich habe mich hierher teleportiert. In der Bibliothek von Athanos fand ich einige aufschlussreiche Schriftstücke. Darunter befand sich auch eine Anleitung für die Herstellung eines Teleportsteins, ja, dessen Ziel diese alte Sternwarte ist. Ich kann mich erinnern. Leute, das ist ja cool. Genau, richtig. Er wollte ja noch weiter studieren. Na, dann fragen wir mal aus. Das wird lustig. Was machst du eigentlich hier? Du bist doch nicht hier. Nur um einen Teleportstein auszuprobieren. Natürlich nicht. Das kannst du dir ja denken. Denk mal nach. Da du ebenfalls hier bist, wirst du sehr wahrscheinlich denselben Grund wie ich hierfür haben. Xardas. Ja, Xardas. Auf einem Schriftstück fand ich den Hinweis, dass diese 2 seiner Tagebücher hier in der Nähe versteckt haben muss. Die haben wir. Mein Gefühl sagt mir, dass eines seiner Bücher mir Xardas Beweggründe, warum er sich Belia zugewendet hat, endlich verraten wird. Vor allem jetzt, da der Welt eine große Gefahr droht, muss ich wissen, ob Xardas der Urheber des Ganzen ist. Von welcher Gefahr sprichst du? Meinst du die Orks? Ich weiß bereits, dass Korinnes von ihnen erobert wurde. Und auch, dass Vanguard von der Außenwelt völlig abgeschnitten ist. Ich spreche nicht von den Orks. Es gibt eine weitaus größere Gefahr, in der wir alle schweben. Aber davon werde ich erst sprechen, wenn du mir die restlichen Tagebücher bringst. Okay, die haben wir zwar, also die 2, von denen er gesprochen hat. Und weißt du vielleicht, wo die Bücher sein könnten? Genau. Nicht direkt. Aber ich habe hier in der Bibliothek einige Hinweise gefunden. So weiß ich jetzt, dass Xardas die verbliebenen Bücher einmal in einem Turm bei Korinnes, dann hier in oder bei der Sternwarte und außerdem noch im Kloster verstecken wollte. Aber wo genau, kann ich dir nicht sagen. Man müsste daher am besten erstmal in den Bibliotheken, die sich vor Ort befinden, nachsehen. Vielleicht wirst du da ja schon dort fündig. Eine andere Idee hätte ich jetzt nicht. Moment, ich habe hier in der Sternwarte, ja, genau, lehre mich, mal gucken, ja, okay, das sind die Sachen, die man bei ihm lernen kann. Ja, dann geben wir ihm mal die. Ich habe in der Sternwarte wieder Beschwörungsbücher gefunden. Was soll ich tun? Du musst alle Bände finden und zu mir bringen. Sie dürfen nicht in falsche Hände gelangen. Wenn du alle Bücher gefunden und geprüft hast, bin ich gespannt, was du mir zu berichten hast.
Okay. Lehre mich. Soll ich hier was lernen? Ich habe noch so viele Lernpunkte. Und zwar gucken wir gleich mal nach. Quatsch, falsche Taste. Hier, 42 Lernpunkte. Alles klar, gucken wir mal hier. Die Sternwarte im Logbuch. So, Sian spricht von einer großen Gefahr. Alles klar, er meint aber nicht die Orks. Er wird mehr erfahren, wenn ich ihm Xardas restliche Tagebücher bringe. Ja, jetzt habe ich aber vergessen, wo ich noch gucken müsste. Das sind also mehr als nur die, die ich gefunden habe. Die Beschwörungsbücher. Superklasse. Speichern. So, wo ist jetzt dieses Teil, was hier die ganze Zeit herumgrohnt und grunzt? Darf ich hier eigentlich dran? Ja, darf ich sogar. Ist aber eh nichts drin. Ach ja. Wie geht es runter? Aber da war doch noch irgendwie noch ein Feuerchen hier. Aha. Sprüche. Das ist doch eigentlich ein Alchemietisch. Was haben wir hier? Noch eine Buchkommode? Okay, hier fehlt die Beschreibung. Der fünfte Kreis, okay. Gucken. Okay, der Alchemietisch hätte Funktion. Schärfte Waffe verklingeln. Vergiften. So, Teleport zur Sternwarte. Ich bedanke mich. Feuerball. Karte der Sternwarte. Alles klar. Dann war die Vermutung also richtig von Taris. Untote vernichten. Dann haben wir noch Laborwasserflaschen zu finden. Dann noch ein Sprüchlein. Okay, der sechste Kreis. Gucken. Hier. Schauen wir mal nach. Tränke heilender Kraft und ihre Zutaten. Die Zutaten führen. Nein. Ja. Hallo Sean, grüß dich. Ja, was machst du jetzt? Aber ich möchte mal gucken. Das ist doch bestimmt die Rune zur Sternwarte. Erstmal gucken, wo habe ich meine Runen. Also, das ist Teleport Pass Corinis. Corinis Ode zum Ogersteinkreis. Zur Sternwarte. Ah ja, okay. Das ist ja auch ein sinniges Symbol. Ja, und jetzt geht's hier nochmal runter. Speichern. Oh Gott. Hilfe. Das ist also die Sternwarte. Sehen wir denn überhaupt eine Sternwartenmechanik da? Ach, das ist ein Dämon da ohne. Soll ich den jetzt... Ach komm, wir machen den mal. Wir machen den... Oh, ich sollte am besten... Ah, nein, Leute. Ich weiß. Es wird einmal... eine bessere Rüstung entstehen. Nee, shit. Dann gucken wir mal, ob wir ein bisschen mit dem Feuerball beeinflussen können. Da unten ist er ja. Eins, zwei, na, so viel wird das nicht werden. Und jetzt ist er weg. Ziehen wir unsere normale Waffe und nutzen hier den Vorteil des Treppenaufgangs. Und mal schauen, ob wir ihn hinkriegen. Ja. Mein Gott, dann hätte ich... Okay, Dämon. Also, den Dämon haben wir. Dann gab es hier noch was. Ja, Leute, es tut mir leid. Ich muss mal wieder ein bisschen für Licht sorgen. Welches da ist an der Stelle? Hier. Weil hier habe ich doch noch was gesehen, richtig. Exier der Heilung. Und ist wieder so total durcheinander hier. Ich und meine... Ui, Orientierung. Ein bisschen Mana-Elixiere und Strax. Dann rennt hier... Oh, ich hole hier die Kohlen aus dem Feuer. Auch gut. Das ist mir viel zu durcheinander hier. Aber ich habe doch... Habe ich eine Karte? Moment mal, ich guck mal eben. Ich habe jetzt in diesem ganzen Durcheinander gar nicht mitgekriegt, ob ich eine Karte von diesem Kloster habe. Das habe ich doch... Kloster, sage ich schon. Also, alten Minen. Athanos, Landkarte, Korin, Stadtkarte, Karte von Kondera. Hier, Sternwarte um Umgebung. Perfekt. Aha.
Steinkreis, alles klar. Dann werden wir die mal behalten. Das haben wir nämlich auch. Haben wir doch so, dass ich eine Karte gesammelt habe. Jetzt geht es hier noch so einen seitlichen Raum rein. Da bin ich hierher. Nee, bin ich nicht. Schalter. Nee. Den werde ich gleich betätigen. Da kommt mal irgendwas Blödes auf mich zu. Buch des Wissens. Merken. Buch des Wissens. Noch irgendwas? Wollte ich oben. Na, okay. Oben gucken kann man nicht. Buchkommode. Lesen. Verstehe. Und wieder ein bisschen Magie getrunken. Gelernt, meine ich. So, Beschwörungszauber. Ach, elf. Ach, so viele Beschwörungszauber. Und noch was? Sonst noch was? Nein. Hier ist ein Schalter. Ja, wissen wir. Ich sehe hier noch Zettelchen. Wieso gehen die nicht? Das ist wahrscheinlich nur Flavor-Deko. Okay, machen wir den Schalter mal. Oh, Feuer. Speichern. Ich weiß, ich habe hier in der Sternwarte hier noch nichts in diesem Geschoss gesucht. Also noch nicht so viel gesucht. Jetzt gehe ich erstmal in den Keller. Irgendwie kommt mir das bekannt vor. Vor allem mit diesen Balustraden. Haben wir doch schon mal irgendwo gesehen. Kommt mir echt bekannt vor. Truhe? Schwarze Magie 4, aha. Ne, 5 war das. So, aber es war doch noch irgendwas zu lesen. Und ich hatte einen Eintrag bekommen. Mal gucken. Sternwarte, nee, das ist es nicht. Xardas Beschwörungsbücher. So, da ist schon erschienen ein Dämon, ein untoter Ork. Okay, Augen offen halten, ist klar. Jetzt war doch noch ein Buch, was ich gefunden habe, aber ich weiß nicht. Was für eine Farbe er hat. Buch des Wissens war das. Moment mal, schwarz. Ich lese mal alle durch. Okay, da gibt's nichts. Schwarze Magie 5. Da hatten wir was. Da ist es. Einem Schlüssel von Xardas Einhalt. Belias Magie 5. Kreis. Beli hat nun zu mir gesprochen. Er selbst gab mir den Zugang. Zum, 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 zum. Da müsste man mal eben Pause drücken, um sich zu informieren. Also, erstmal weg. Dann, was war denn noch für ein Teil? Schwarze Magie. Ja, das hatten wir schon. Oh, Mann. Hier, Buch des Wissens. Verstehe. Ah, Lernpunkte 3. Sehr schön. So, erster Kreis. Unbuch der Wachsammagier. Göttliche Kraft der Gestirne. Und ich meine, das wäre es dann auch gewesen für bis hierhin. Also, was die Bücher angeht und das Lesen. Ui, 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 ui. Was ist denn das für ein lustiger Ork? Ja. Also. Was, was, was? Wo, wie, was? Wo, wo, wo? Ach, der Obbe. Oh, nein. Wieso habe ich nicht gespeichert? Oh, ein Glück. Was, Digga, Zweithänder. Und sonst? Nein. Speichern. Auch hier meine Waffe. Und da ist schon das Skelettchen. Popettchen. Ah, diese Knochen bringen doch nichts ein. So, also. Nochmal gucken. Da oben. Gibt es denn da oben noch mehr? Skelette? Da bin ich doch her. Oh, ich bin verblutend. Oh, nicht gut. Das sehe ich ja jetzt erst. Ich bin völlig angespannt, liebe Leute. Das ist so übelst. So. An der Stelle nochmal speichern. So, das nennt sich also Sternwarte. Wie schon gesagt, vielleicht gibt es ja irgendwo ein Teleskop. Ich meine, das gab es ja schon ziemlich früh. Geschichtlich gesehen. So, wo wir noch nicht waren, ist hier durch die Tür. Oh, jetzt geht es noch weiter runter. Boah, wow, geil. Sehr gut. Ich muss an dem Team mal wieder ein Kompliment aussprechen, weil ich jetzt wieder draußen bin. Nein.
So ist das. Ich bin hier durch. Jetzt bin ich ja überhaupt total durcheinander. Na, das kann passieren. Vor allem, weil es wieder dunkel ist. Ja, okay, dann werden wir. Was waren wir denn hier? Buch des Wissens nochmal. Hä? Wieso lag denn jetzt hier plötzlich Buch des Wissens? Hatten wir doch schon mal gehabt, ein Buch des Wissens. Gucken wir nochmal nach. Was? Buch des Wissens nochmal. Okay, Lernpunkte plus 5. Oh, 5000 Gold bringt das. 5000 Gold speichern. Ja, also ein bisschen durcheinander hier. Sorry, dass ich mal ab und zu mal den Menü-Eintrag oder besser gesagt das Menü einblende. Das ist nämlich jetzt echt verwirrend hier. Hier waren wir. Gut, okay. Jetzt gehen wir wieder zurück. Aber auf jeden Fall war ich, glaube ich, hier noch nicht. Und hier gibt es so eine Art Vorratskammer mit Küche. Und was haben wir denn hier? Ein Kessel. Ist so weit entfernt. Kann ich denn schon was kochen? Probier mal aus. Ich habe nur lange nichts mehr gekocht. Was ich denn kochen kann? Eine Kräutersuppe. Kochen. Ein Teller. Was bringt die? Gucken wir doch mal, ob die Kräutersuppe was bringt. Okay, wollen wir uns damit nicht allzu lange aufhalten. Vielleicht komme ich ja noch im Laufe des Spiels auf die Kräutersuppe zu stoßen. Brot, Apple. Mal wieder Apple, das ist gut. Bringen immer schön viele Sachen. Ja, also bin ich aus diesem Vorraum. Hier ist die Küche. Dann merken wir uns hier diesen Schwertfisch, der hier oben drüber hängt. Und sehen, dass wir hier in diesem Raum noch nicht waren. Wo es auch eine Buchkommode gibt. Verstehe. In der man das magische Wissen erweitern kann. Die Eiswelle. Wow, schöner Spruch. Und hier ist nochmal ein Lehrbuch der Magie und ein Beschwörungszauber 12. Das ist doch klasse. Speichern. Oh je, ich gucke gerade eben im Off, dass ich hier schon längst über die Zeit bin, liebe Leute. Also, ich werde in der nächsten Folge die Bücher durchlesen und nochmal einen Zauber beschwören. Danke, dass ihr zugeschaut habt. Ihr wisst ja, Abos und einen Daumen und einen Kommentar. Sehr gut, ich bedanke mich und sage Tschüss.